So. Und sie zeichnet übrigens immer das Gleiche, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon. Immer so ein bisschen. Komm, dreh dich wieder rum. Ist der Schlüssel? Kann ich die Tür zumachen? Und dann verriegeln irgendwie? Größerer Hebel. Nein. Ja, okay. Kann ich das jetzt ziehen? Nein, okay. Na. Ah, warum hat er denn, ist er nicht gesprungen hier? Ey, das ist doch, Mann. Nervig. Hallo. Ey, wie häufig soll ich noch die Springtaste drücken hier? Ist doch nicht wahr. Das an Versteck? Oder werden wir wieder von diesem Monsterhals gefressen? Alter, die muss auch Nackenschmerzen haben. Ist ja mal blanke Wahnsinn, doch. Gut. So, jetzt sind wir da durch. Ja, noch ein Stückchen. Ich möchte erst sehen, was da so. Ah, strenges Regime hier. Was ist sie denn? So. Gut, Schlüssel haben wir schon eingesteckt. Müssen sie noch irgendwie herauskommen. Wir sollten vielleicht jetzt nicht die Tür öffnen. Die lächelt aber ganz nett eigentlich. Eigentlich hat sie so ein super sympathisches Lächeln. So, hallo, ich fress dich gleich. Ich habe ein bisschen Hunger. Okay.
Okay, ich warte jetzt mal, bis sie da wieder weggeht. In irgendeine Richtung muss sie ja gleich gehen, glaube ich. Muss sie immer niesen? Und deswegen, Hatschi, ist das so ein, das, also diesen Stab draufhauen? Was daher? Warum steht sie denn immer auf der Seite? So. Oh. Wo sind wir denn? Da sind wir. Okay, wir sind schon hinten an der Kante. Haben wir es geschafft? Freunde, ich glaube, wir haben es geschafft. Ist nur nicht... Keine falsche Bewegung. Ihr werdet mit euch, der Fahrstuhl ist gleich mega laut. Und die kommt dann sowieso angerannt. Oh nein, doch nicht. Nein. Ist sie wieder unser Freund, oder? Nein, hier ist eine Puppe. Eine Puppe am Seil. Eine gefangene Puppe. War die Puppe unartig? Ja. Problem ist, ich muss da vorne an das Ding dran kommen. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass die Puppe sich selber umbringt. Aber tut sie, glaube ich, nicht, ne? Ah, was? Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht, oder? Jetzt sag doch mal was. Ah, okay, wir können auf jeden Fall hier durchrushen. Wir wissen, dass er... Ja, komm her. Bam, bam, badam, badam. Springen. Und springen. Na, noch. Jetzt habe ich es losgelassen. Ah, das ist doch nervig. Ah. Hallo. Hallo. Ups. Und nochmal springen. Ups, jawohl. Hallo. Das war zu früh geschlagen. Das war zu früh geschlagen, meine Freunde. Ich sollte vielleicht auch werfen, oder? Nicht irgendwie werfen? Werfen? Hm, weiß ich nicht. Hallo, wee! Oh nein. Oh doch. Geklappt. Ich dachte, ich wäre schon tot. Hm. Was? Ich dachte, nein! Oh nö! Nö, 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 nö! Ist doch mega Mist, ey. Nochmal. Hallo! Bumm. Springen. Springen. Und weiter. Und springen und nehmen. Jawohl! Da habe ich ihn doch hingekriegt. Endlich. So, mal gucken, was erwartet uns jetzt hier. Die Mützen vom Kuckucksclan. Nein, da sollst du rein. Oh, wird da irgendjemand gerade verprügelt?
Dein Kopf, ey, der ist doch echt der blanke Wahnsinn. Halleluja. Gut. Muss ich das Ding hier nehmen und hochklettern? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, da geht's weiter hoch. Das ist die Frage, wie weit hoch kann dein Kopf gucken? Na, wie lang ist dein Hals? Und wie viel Halsschmerzen hast du zwischendurch? So. Okay. Entlanghangeln. Hallo? Hallo? Entlanghangeln. Sonst hat das doch immer funktioniert, aber heute nicht. Okay, vielleicht muss ich das auch gar nicht. Ich muss, glaube ich, hier über den Balken das Ding umkippen. Achso, ich weiß warum. Ja. Wegen Roswitha hier. Ah, schön. Longnecky. Die macht aber immer einen ganz schön langen Hals. Boah. Flachwitze. Ich kann sie einfach nicht so gut. Gut. Jetzt, genau ausgerechnet, jetzt ist sie fertig mit Kinder verprügeln. Und genau, natürlich muss sie jetzt in die Bibliothek, um sich den neuesten Roman auszuleihen, den sie braucht. Hm. Ah, mir fällt gerade kein guter Romanwitz ein da drauf. Ja. So, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wie komme ich denn jetzt hier durch? Ich glaube, ich war da schon durch, oder? Hm. Ne, hier bewegt sich nichts mehr. Ne, da war ich nicht durch. Ich muss, glaube ich, mit der Leiter drüber. Okay, Leiter nehmen. Oh, kein Geräusch. Gut. Jetzt klettern wir da hoch. Feeling, Freunde, Gänsehaut. Wie tief geht's denn da runter? Okay, versuchen wir es nochmal ohne die Bücher. Ah. Hm, gut, das haben wir gut hingekriegt, glaube ich. Und jetzt? Da ist sie. Guckt sie gerade in meine Richtung? Ich weiß es nicht. Ich befürchte aber wie immer, dass ich dran vorbeispringe. Yeah! Und wie häufig musstest du dieses Level machen? Ja, ey, gar nicht so häufig. 20, 30 Mal. Ich bin ein paar Mal dran vorbeigesprungen.